Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 25. April 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit dem Tageshoroskop für Donnerstag. Morgen dann, wie gewohnt, die Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ja, heute der zweite Tag mit dem Mond im Steinbock. Der Mond im Steinbock hat ja eher so eine ernste Grundstimmung, wo es mehr um die Pflicht geht, um die Disziplin, um Ausdauer, darum, sein Lebensziel zu verfolgen, beziehungsweise, wie ich es gestern im Tageshoroskop ja auch erklärt habe, dass man auch herausfindet, was eigentlich die innere Berufung ist. Nicht jeder Mensch hat ja die Chance, auch seine Berufung zum Beruf zu machen, aber wir können ja dennoch unserer Berufung nachgehen und sei es nebenberuflich oder als Hobby oder wie auch immer, nur herausfinden müssen wir natürlich, was ist eigentlich unsere Berufung. Viele Menschen suchen danach, wissen es nicht, merken halt, sie sind in dem Beruf oder in den Umständen, in denen sie sich befinden, können sie zwar Geld verdienen, kriegen eine bestimmte Sicherheit, aber folgen nicht ihrer Berufung. Und es ist oftmals so, dass unser Inneres, wenn es sozusagen nicht auf dem Weg ist, der dafür vorgesehen ist, dass dann innere Spannungen entstehen und aus diesen inneren Spannungen können dann Unzufriedenheit oder sogar Krankheit entstehen, sodass es eben sehr wichtig ist, auch dieser unserer Berufung zu folgen. Ähnliches spielt sich ja auch in gewisser Weise im Gesamtgesellschaftlichen ab. Auch da suchen wir ja nach dem richtigen Weg, und ich habe ja gestern auch hier über die Verbindung von Pluto seit gestern Abend rückläufig, Saturn wird nächste Woche rückläufig und südlichen Mondknoten gesprochen, der ja uns Menschen an unsere tiefsten Themen bringt und wo es eben auch hier im Steinbock, wo oftmals ja der sachliche Blick irgendwie vorherrscht, sehr, sehr schwierig ist, dem auszuweichen oder das zu verdrängen, sodass hier viele Menschen an ihren Themen sind und eben oftmals auch in Not sind, weil ja oftmals erst das Leiden oder die Not uns dahin bringt, diesen unseren wichtigen Themen uns zuzuwenden. Nun ist heute sehr interessant mit Mond im Steinbock und Sonne im Stier, sind Sonne und Mond in Erdzeichen. Es geht hier also ganz um die pragmatische Umsetzung und der Mond macht heute eben diesen interessanten Weg direkt über diese Verbindung von Pluto, Saturn und Mondknoten hinüber, sodass wir eben heute mal sehen können oder fühlen können oder erfahren können oder einen Hinweis darauf bekommen können, wie diese Konstellation eigentlich wirklich wirkt oder wie sich das bei uns persönlich auswirkt. Und es ist so, dass der Mond hier den Saturn heute Nachmittag um 16:33 Uhr erreicht. Meistens wirken ja Mondtransite eine Stunde vorher und dann eine Stunde hinterher ungefähr. Also ab 15:30 Uhr geht das dann los. Um 16:33 Uhr erreicht der Mond Saturn. Eine halbe Stunde später, um 17:01 Uhr, dann den südlichen Mondknoten. Und dann heute Abend um 21:48 Uhr den Pluto. Und den Steinbock verlassen tut der Mond dann am Freitagmorgen um 11:28 Uhr, also kurz vor Mittag, geht es dann in den Wassermann. Und nach diesem Übergang heute Nachmittag, heute Abend, ist es dann mit dem Mond im Wassermann eine gewisse Erleichterung, der Mond dann im Luftzeichen. Es geht dann mehr um Freiheit und heute können wir eben auch sehr gut erkennen, wo wir eben nicht frei sind, wo Gebundenheit da ist, wo eben auch karmische Konsequenzen auf uns warten oder karmische Themen auf uns warten. Da können wir sicherlich einen Blick heute mal hineinwerfen. Noch exakter allmählich wird hier das Quadrat von Mars zu Neptun, was ich ja hier jeden Tag erwähne, weil es auch sehr wichtig ist. Mars jetzt im 17. Grad, noch 1,5 Grad vom Neptun entfernt. Dieser Aspekt ist am Sonnabendnachmittag exakt. Mars im Zwilling, sehr stark nach außen gerichtet. Neptun in den Fischen symbolisiert mehr sozusagen die innere Wahrnehmung, die inneren Welten, die feinstofflichen Welten. Diese beiden Energien widersprechen sich, deswegen auch das Quadrat. Im besten Fall können wir unsere Energie eben auch ein bisschen auf die innere Achtsamkeit lenken. Im
Im schlechtesten Fall sind wir halt verwirrt und wissen nicht genau, was wir eigentlich tun sollen und verzetteln uns in vielen Aktivitäten. Wobei hier Merkur und Venus im Widder schon eine gewisse Form haben, uns voranzutreiben, die Energie nach vorn zu treiben, gilt es trotzdem eben auch, die Innenbereiche, die Emotionen hierbei nicht außer Acht zu lassen. Das könnte dann sozusagen ein Problem geben. Wie gesagt, morgen dann die Aussichten zum Wochenende. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.